Und es geht weiter. Jetzt muss ich eben auf die Karte gucken. Wo bin ich eigentlich? Ach, da. Okay. Ich gehe erstmal in die ganzen Räume hier. Oder auch nicht. Ja, dann gehe ich doch nicht rein. Doch, da gehe ich rein. Ah. Oh, fuck you. Fuck you, Mann. Oh Gott. Nee, echt nicht. Scheiße. Oh, Scheiße, was mache ich? Ja, ich muss da rein. Oh Gott, ich bin. Nee, echt nicht. Das könnt ihr doch jetzt nicht von mir verlangen, oder? Das könnt ihr echt nicht von mir verlangen. So, mach drauf, Jake. Schieß doch! Oh. Boah, James, ey. Okay, und das Ganze habe ich für einen. Habe ich das für einen Gesundheitsdrink und Schrotpatronen gemacht? Ja, habe ich. Für den einen Gesundheitsdrink, den ich jetzt nehmen kann, weil ich so. Oh. Okay, in diesen Raum gehe ich nie wieder. Nie wieder, echt nicht. Und jetzt hier nochmal die Scheiße. Wahrscheinlich. Nein. Patronen. Erste-Hilfe-Kasten. Da ist irgendwas in der Wand. Auf dem Bett liegt ein Stück Papier. Ich war eingeschlossen im Keller des Kellers. Es war so eng und dunkel und ich hatte solche Angst. Ich verlor meinen wertvollen Ring. Aber ich werde nie wieder dorthin zurückgehen. Alles klar. Trockenzellbatterie oder so. Schlüssel. Ah, okay. Schlüssel zum Keller und halt die Batterie. Ja, das ist jetzt ziemlich gut. Wo gehe ich jetzt hin? Ich gehe jetzt einfach mal da hinten weiter. Okay, ich gehe nicht da hinten weiter. Ich gehe da rein. Ach ja, daran kann ich mich auch erinnern. Ja, das sieht aus wie ein Kühlschrank. Mhm. Aber alleine ist er ja ein Schwachi. Alleine kann er ja nichts, der James. Zu schwer. Es ist zwecklos, die Tür ist schwer. Ja, kannst nicht alleine öffnen. Okay. Dann nicht. Dann fahre ich halt einfach mal wieder hoch. Drei. Und ich muss die Schrotflinte wegpacken. Sonst verbrauche ich dann noch meine ganze Munition und die brauche ich. Oh Gott. Wenn ich das schon höre, wird mir schon ganz schlecht. Einfach drauf. Schießt du auch auf irgendwas? Tritt drauf, los. Oh Mann. Irgendwo ist hier noch eine, oder? Dann da hinten. Stirb, du. Dummes Ding. Okay, und jetzt muss ich hier nochmal die ganzen Räume untersuchen. Und wenn da jetzt wieder so viele Krankenschwestern drin sind, dann werde ich gehen. Oh. Patronen. Fetzen Papier gekritzelt. Hm, da steht was. Sie ist ein Engel. Keiner weiß es, nur ich kann die Dame der Tür sehen. Sie können nicht über ihre Faden
Brücke gehen. Sie fallen durch die Schwere ihrer Verbrechen. Wie aufgedunsen, was macht er da? Wie aufgedunsen und hässliche Leichen ihre Sünden. Sie vernichtete sie Sünde und Sünder gleichermaßen. Sie rettet mich, sie ist ein Engel. Boah, ist das furchtbar zu lesen ohne, wenn da keine Satzzeichen sind, ist ja. Wo? Wo? Komm, drauf treten. Ja, wollen die mich jetzt hier verarschen? Alle Türen zu? Okay. Das Zimmer, wo Maria drin war. Genau. Ist Maria jetzt auch krank? Ja. Sie könnte auch krank sein. Ja, guck doch. Das finde ich jetzt dumm eigentlich, dass hier alles zu ist. Geh ich halt. Ah! James! Nein, James, da ist überhaupt nichts. Ist das fies hier? Da ist was. Ist da noch eine? Oh, ist das ein Dreck. Ich weiß nicht, wo die andere ist. Oh, da, okay. Erstmal da rein. Oh Gott. Oh Gott, ich habe Angst. Oh, Erste-Hilfe-Kasten, Munition, Munition, gut. James, direkt schießen. So ist schön. Da ist noch eine. Aufzug, kaputt. Hier ist nichts. Jetzt muss ich eigentlich in den Keller. Ah, hier konnte ich auch speichern. Wusste ich doch, dass es irgendwo im Treppenhaus geht. Zwei Stunden schon. Oh Mann, ich hab so Schiss. Vor allem Keller. Habt ihr das gehört? Da war ein komisches Geräusch. Ah, okay. Dir dieses Ding an. Da ist ein Regal. Auf dem Regal sind rote Handabdrücke. Regal verschieben, ja. Ja, das kann aber kein Kühlschrank öffnen. Klar. James! Mary? Oh, Maria. Mary. It's you. I thought you were... Sorry. Anyway, I'm glad you're alive. Anyway, what do you mean anyway? You don't sound very happy to see me. I was almost killed back there. Why didn't you try to save me? All you care about is that dead wife of yours. I've never been so scared in my whole life. You couldn't care less about me, could you? No, I just... Then stay with me. Don't ever leave me alone. You're supposed to take care of me. So, what about Laura? Did you find her? Yeah, but she ran away. We've got to find her. Yeah. You don't really seem to care about her. Mm-hmm. Do you know her? I've never met her before. I just feel sorry for her. She's all alone.
And for some reason, I feel like it's up to me to protect her. Ja, okay. Und was uns hier hinter, beziehungsweise da unten erwartet, das seht ihr im nächsten Teil.